40 Jahre alt und spielt noch Lego und hängen gebliebenes Kind. Halt's mal, fuck mich nicht ab. 40 Jahre alt. Halt die Fresse, Alexa, fuck mich nicht ab, ey, ich schwöre dir. Der Mensch, dessen Name in dieses Notizbuch geschrieben wird, stirbt. Placement. Alexa, das Placement. Alexa, nein! Jill, Junge, willst du mir ein lutschen oder was? Ich hab doch trotzdem geklärt. Nimmt das auf? Ja, es nimmt auf. Okay, geil. Bruder, ich hab hier so ein Spiel in mir, das heißt King of Avalon. Da musst du so König werden, damit dir alle Kelps zuhören und dir dann nachher wie Großfamilie alles gehört. Wer ist deine Familie? Das Spiel, kennst du, wie wenn Kennex so Referat machen? Das Spiel ist im Mittelalter, wo noch unsere Eltern für Ehre gekämpft haben. Er ist kein Türke, er ist Deutscher, ja, scheiß auf ihn! Ihr müsst also hier im Spiel einfach sowas aufbauen, damit euch keiner behbet. Baut wie eure Eltern damals Häuser, macht Großfamilie stärker. Ach, du bist verdammt. Und macht das auch mit anderen Spielern, damit ihr später auch so andere rippen und unterdrücken könnt. Weil jeder hier im Spiel kann ein Bashar werden und diese Königreich regieren, der Selemi. Jetzt muss ich ein bisschen ernst machen, damit die nicht rumholen. Entwickel deine Siedlung und erhebe Drachen, um deine Armee zu verstärken. Knüpfe Kontakte mit anderen Spielern, baue eine Allianz auf oder trete einfach einer bei. Kämpfe gegen Feinde oder andere Allianzen. Immersive Welteinstellungen und Storyline. Junge, sag doch einfach Spiel, so Motto, dass das wie echt ist. Was für immersive, sie macht nämlich richtig aggressiv mit diesem Placement der Hunde so. Ach ja, und diese Drache, das ist so eine Massenwaffe, das ist das Heftigste im ganzen Spiel. Ah ja, noch was. Wir haben jetzt auch so eine Halloween Special Edition, wo du so Kürbis schnitzen kannst, damit du aussiehst wie ein Kürbis. Egal, Spiel ist eh umsonst, also Alter, fuck mich einfach nicht ab und lad das über meinen Link runter. Gib meinen Creator-Code ein, damit du nochmal 10 Euro Beiramgeld bekommst für das Spiel, ohne jetzt Hände küssen zu müssen. Das ist egal, diese Krise Corona und so. Mein Link könnt ihr, und wenn ihr runterladet, meinem Link, dann könnt 20 Stück von euch 50 Euro Amazon Gutschein dribbeln für Klopapier oder so. Ja, aber jetzt lad runter und ciao. Ich weiß, dass diese Videos eine Todsünde sind. Aber es macht Spaß, Bruder. Auf jeden Fall hat der Ex-Moslem noch ein Video gemacht. Da war auch lange Monate inaktiv. Und ich weiß auch warum. Ja, der Titel hat es schon in sich, Leute. Es wurde ein Mordauftrag auf mich wieder verübt. Das hat mir alles der Staatsschutz berichtet. Wenn ihr so sehr oft dann abgesehen habt und so mit Umbringen und so, scheiß nicht rein. Wartet doch wenigstens bis zum nächsten Opferfest. Dann kann man das Ganze halal schichten. Diese Geisteskranken haben sich Waffen besorgt gehabt. Um haaresbreit hätten die es geschafft. Mit dem Islam ist nicht zu spaßen. Das, was ich mache, das macht ja nicht jeder. Ich kenn das, Bruder. Weißt du, was das Ding ist? Ich wurde wegen ein paar YouTube-Videos auch von Leuten verfolgt und bin seitdem nur noch zu Hause. Oder wenn ich rausgehe, gehe ich in Japan raus. Ich werde demnächst wieder öfters live kommen. Und wenn ihr helfen könnt, dann bin ich euch sehr dankbar, weil es war ein bisschen Krise. Ach, deswegen musstest du im Aldi arbeiten, wo ein Abonnent von mir dich gehört hat. Bruder, fühle ich diese Krise. Kannst du das noch ein Ex-Muslim? Ist gar nicht. Und du bist Christen nun. Christen, ich bin die Lidl. Wo denn sonst? Lidl ist was im Sermon. Ich bin der Lidl, Mike, mit Zirich, Alhamdulillah, Taman, Nara, Yachas, Dillah, Yachas. Und nehmt ihr das Paulus und Johannes. Das neue Video von dem heißt Ex-Muslim vs. ABK's Antichrist-Religion. Ey, aber immerhin macht der Ex-Muslim Fortschritte. Das Video ist nur 58 Minuten lang. Ich bin stolz auf dich, du hast dazugelernt. Ja, wie lange nicht mal live waren? 3 Monate. Ich musste gerade gucken, weil ich dachte, da kommt niemand live. Aber auf einmal kam das, ne? Die Aufrufzahlen nach oben steigen. Wie der schon Angst gehabt hat, dass sein Hype vorbei ist. Er dachte so, 3 Monate inaktiv, keiner interessiert sich mal für den. Bruder, ich bin doch da, ich push dich noch. Das habe ich doch Jesus damals versprochen. Leute, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich dachte, das erzählt man sich nur in Shisha-Bars, dass es eine Legende wäre. Aber ich habe herausgefunden, was ABK bedeutet. ABK steht nicht für Abdel Halim Blawi Klawi. Ich habe endlich herausgefunden, wer er ist, wofür ABK steht. Direkt das Lied auch für ihn anmachen, damit das auch so episch ist. Damit das auch so ein schönes Ey, mach mal die Musik aus, du Idiot. Die Musik ist urheberrechtlich geschützt, hab ich gerade gesehen. Will der mir noch hier meinen Kanal wegnehmen? Junge, ich bin im Jesus-Netzwerk, übertreib nicht, ich muss dich noch weiter pushen. Guckt euch das an, wer ABK ist. Hut ab, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Super Mario mit einer Shisha. Oh.
mein Coronavirus kommt hoch. Hab ich Bock, dich anzustecken damit. Ey, geil! Okay, das Allah ist reingeschissen. Mein Geschenk an dich, Habibi. Dein bester Freund Super Mario bringt dir auch eine Shisha vorbei. Ich glaube, das wird sogar das Logo meiner Shisha-Bar. Für dich, das ist dein 1-Million-Special-Geschenk. Ich hab nicht mal von meiner Familie was bekommen für die 1 Million. Und der denkt an mich. Ey, der ist süß. Ich schwöre, der saß da, der hat sich Gedanken gemacht, welche Sachen mir so gefallen. Wir sympathisieren. Ich wusste schon immer, dass ich mit dem Teufel sympathisiere. Aber Wille. Deswegen sage ich dir immer nur, dass sein Name ist islamisch. Mehr ist das gar nicht. Der hängt ja auch mit Ungläubigen ab. Und laut Sure 5, Vers 51 ist er raus aus dem Islam. So wie viele andere Muslime ja auch. Aber die raffen das ja gar nicht. Ja, und einer von denen bist du zum Beispiel. Aber das zeigt doch, dass ich mir ein gutes Herz habe. Ich hänge mit allen ab. Egal ob gläubig, ungläubig. Egal ob viele Abonnenten oder nicht. Solange ich mit der Person lachen kann, ist alles cool. Ihr seht, das sind die Flaggen der islamisch-muslimischen Länder. Alle haben diesen Halbmond und Stern. Seht ihr, dieser Halbmond und Stern repräsentieren die Finsternis. Marokko, direkt das Pentagramm. Das ist Baphomet. Halb Mensch, halb Ziege. Das soll den Teufel darstellen. Ich wusste gar nicht, dass der Teufel Marokkaner ist. Marokko stirbt. Und der hat genauso große Titten wie ich. Dajjal, dieser Antichrist. Guck mal, was für ein schreckliches Bild das auch ist. Der sieht aus wie ich, wenn ich nicht ausgeschlafen habe. So bin ich früher jeden Morgen in die Schule gegangen. Der Teufel hat etwas gegen das Kreuz. Das Kreuz wird umgedreht. Satanisten outen sich so. Ja, jetzt übertreibt er. Das ist doch nicht einmal der Dajjal, das auf dem Bild. Das ist doch irgendeine Skizze. Als würde man im Koran genau dieses Foto finden. Text Koran ist ein Bilderbuch oder was? Ein Rapper, der ist mir in der Vergangenheit sehr oft aufgefallen. Er hat etwas gegen Jesus Christus. Er hat nichts gegen den Islam oder so. Der hat etwas gegen Jesus Christus. Bro ist Muslim. Ey, der Typ zeigt mir heute nur Fotos ein. Ich glaube, ich bin gerade hier bei Vermisst auf RTL 2 oder so. Diese Leute sind Hardcore-Satanisten. Allah, derjenige ist, der das Kreuz umdreht. Er hat etwas dagegen, dass die Menschen zum Kreuz kommen von Jesus Christus. Ja! Crow ist der Antichrist, genau. Diese Leute sind Hardcore-Satanisten. Jedes Rap-Video, was man so guckt, ich guck mir nur noch Rap-Videos an, um die ganzen Zeichen zu sehen. Nicht mal um die Mucke zu hören. Aber du warst auch immer schon ein Rapper, der auf Texte geschissen hat. Und das Beste ist, wir scheißen auf Vergleiche, sonstiges. Einfach nur den Takt treffen. Einfach drauf losballern, versteht ihr? Trink, Baby, bis du dich vergisst. Ich will Feature mit dir, aber ich mit Bärenmaske. Und du als Ziege verkleidet. Allah is not... One-eyed, not woolly-haired. Und sie erkennt Legasthenie als Behinderung an. Ihnen fällt es schwer, Buchstaben, die sie lesen, in Sinn umzuwandeln. Ja, Bruder. Ach, ich liebe dich echt ohne Spaß. Ja, diese Sticheleien mit dir, ehrlich. Das ist aber heftig geworden, ne? Ich wusste es. Ey, Bruder, ich hoffe nur, dass dieses T-Shirt in XXL ist, damit es mir auch passt. Wenn es jetzt in L ist, hast du mich hart enttäuscht, Bruder. Allah beschwert sich auch in Sure 53, Vers 19 bis 23, dass ihm Töchter zugeschrieben werden, anstatt Söhne. Ja, würde ich mich auch drüber beschweren. Ich will Söhne haben, keine Weiber. Daran merkt man, dass ich ein guter Moslem bin. Alhamdulillah. Und werde immer zeigen, dass der Islam die Lüge des Jahrtausends ist. Und dass die einzige Rettung in Jesus liegt. Ja, und du bist jetzt die Rettung, oder was? Ich bin doch hier die Rettung für deinen Kanal. Dank mir läuft doch wieder bei dir. Wir brauchen jemanden, der perfekt ist. Der Herr Jesus ist perfekt. Nein, Mohammed ist perfekt. Der Herr Jesus ist perfekt. Nein, Mohammed. Der Herr Jesus ist perfekt. Nein, Mohammed. Der Herr Jesus ist perfekt. Hast du das gerade wirklich 49 Minuten lang durchgeguckt? Ja. Du liest nicht mal 10 Minuten Koran und ziehst hier sowas durch, Alter. Du bist WhatsApp-Moslem, Bruder. 450 Euro. Du postest Status von der Moschee, bist, mehr machst du nicht.